Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Foodruff-Video auf meinem Kanal. 194er Foodruff-Challenge ist da, Leute. Lasst wie immer gerne Like, lasst wie immer gerne Abo da. Macht die 2 Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tiki einschalten. Bleibt bis zum Schluss dran. Kranke Spieler, wir haben am Start gewesen. Sehr, sehr geiles Draft, Leute. Schreibt wie immer auch gerne in die Kommentare, was euer Lieblings-Team of the Season bislang ist in diesem Jahr. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, Leute, wie immer. Vergesst nicht, checkt noch gerne meine Songs aus auf Spotify. Till FIFA Gaming heißt ich dort. Gönnt euch die Songs beim Zocken oder was auch immer. Einfach unten rechts diese Dauerschleife-Symboler machen. Song ganzen Tag, ganze Nacht durchpumpen, Leute. So unterstützt ihr mich, damit die Songs gepusht werden. Ich würde mich sehr freuen. Und schaltet natürlich gerne täglich hier ein. Täglich 14 Uhr neue Drafts. Ich hoffe, ihr seid dabei. Let's go. Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen an. Till FIFA Gaming heiße ich dort oder auch Mr. B. Ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs. Jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Ja, das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt. Zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. Danke euch. So, 4-3-2-1. Ah, gibt bessere Formationen. Ah. Schmeckt. 5 Icons, Digga. Kann man machen, Alter. Sehr, sehr nice. Boah, wen nehmen wir mit, Alter? Ronaldinho, Van Nistelrooy, Trezeguet, Owen. Boah, ist kritisch, ey. Ist kritisch. Ich würde schon fast sagen, Van Nistelrooy, Leute. Den hat man noch nicht so oft am Start. Und ein Stürmer ist immer so eine Sache. Linker Flügel wird meistens eh so Neymar und der hat auch 93. Stürmer ist immer so eine Sache. Der wird auch manchmal ein bisschen schlechter. Komm, wir nehmen Van Nistelrooy mit, Alter. Wir gehen ein bisschen auf. Was heißt auf Risiko? Weiß nicht auf Risiko, aber. Digga. Oh, Sergio Ramos 93er. Puyol. Das Ding ist, ich würde immer die Icons mitnehmen, ne? Ihr wisst es, Icons haben Vorrang, Digga. Icons sind Icons. Trippier ist auch, by the way, nicht schlecht, aber Ramos 93. Puyol hat 86, Digga. Puyol hat 86. Versauen wir uns natürlich Ramos als Innenverteidiger, aber es gibt keinen besseren. Ja, Carlos Alberto hat auch 93. Ich glaube, besseren als 93er Rechtsverteidiger gibt es. Weiß ich gar nicht. Gibt es da einen besseren als 93? Schreibt es rein, ich weiß nicht. Leute, wie immer, checkt noch gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt. Gönnt euch die nice Designs in Rot, Blau, Orange, Grün in den 4 Farben. Gerne abchecken. Kissen, Tassen, Torbeutel. Nice. LED-Lampe am Start. Handyhöhlen, Leute, ne? Auch am Start. Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Wäre nice. Ich danke euch für euren Support. Also gerne, gerne abchecken. Ja, Kuss auf euren Nacken. Und vergesst nicht, meine Spotify-Songs noch abzuchecken. Ihr wisst es. Till FIFA Gaming heiße ich auf Spotify. Einfach die Songs gönnen. Einfach auf Dauerschleife unten rechts da dieses Dauerschleife-Symbol anmachen. Ganzen Tag, ganze Nacht die Songs durchpumpen, Leute. So würdet ihr mich sehr, sehr unterstützen. Ich danke euch vielmals, Leute. Beim Zocken ganze Zeit hören wir dem Juri mit, den Ehremann 89. Ist okay, das wird nichts, glaube ich, hier im Mittelfeld. Das sieht man schon an der Animation. Shit. Shit. Kikaldao, Ndiaye, Maximovic. Gut. Ja, komm, der ist wenigstens. Der spielt Serie A, Liga. Der andere weiß ich gar nicht, habe ich schon wieder vergessen. Was war das für eine Liga, Alter? Ganz komische Sache, keine Ahnung. Campbell, Dong. Ey, Dong hat auch. Digga, Dong ist eigentlich ein guter Spieler. Er hat eigentlich auch jedes Jahr einen Tots, ne? 97 Stärke, Alter. Richtig stabile Stärke am Start. Makano auch jedes Jahr Team of the Season. Immer. Auch immer richtig schnell, Alter. Auch guter Spieler. Wurde gar nicht. Der ist nicht der Jüngste. Ja, okay, 33 geht, Digga. Geht, Mann. Geht klar. Wir nehmen aber Campbell mit, Leute. 91er. Brauchen wir jetzt nicht groß drum herum diskutieren. Weiter geht's. ZM Nummer 2. Digga. Boah, Digga, wieder 5 Icons. Loda Mareos, Alter. Ballack. Boah. Ja gut, sind alles geile Icons. Ist aber so, Ballack und Mateos haben wir beide nicht so oft, wenn man ehrlich ist. Also sie sind wirklich beide richtig selten, Ballack und Mateos. Ich glaube aber, Mateos ist dann doch noch diesen kleinen Ticken seltener, Alter. Mateos minimal seltener als Ballack. Und ist halt auch higher rated. Also 2 positive Punkte für Mateos. Nehmen wir Mateos mit. Ich muss gerade sagen, ich bin gerade überlegen, ob ich Mateos überhaupt schon mal hatte in diesem Jahr. Also Ballack hatte ich schon mal, aber Mateos... Also ich weiß nicht, ob ich den dieses Jahr schon mal im Draft hatte. Ey, gute Frage, Mann. Bei Mateos habe ich echt kaum gesehen bislang, aber nice. Ja, das ist nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Hummels gibt's als... Hey, die wenigstens Tots rausgehauen. Hummels hätte ich nichts gesagt, aber so, naja, nicht so geil. Gar nicht geil, um ehrlich zu sein. Ja, wir nehmen mal Laporte mit. Letztes Jahr hatte Laporte krassen Tots, 94, ne? Aber dieses Jahr
Kein Tots am Start. Vidal, nice als Rückblickkarte. Ramsey auch noch am Start. Auch nicht verkehrt, aber ja, Vidal sieht schon schmackhaft aus, Alter. Hat selbe Rating. Sieht schon gut aus, Alter. Muss man sagen, die Karte feiere ich. Nehmen wir auch mit, würde ich sagen. Zack, Vidal kommt mit an den Start. Machen wir erstmal so. Wir müssen auf jeden Fall den hier austauschen, Alter. Maximovic weiß gar nicht, was abgeht, Digga. 78 rated, Alter. Komplett Katastrophe. Das ist auch nicht so geil. Courtois ist okay. Neuer bringt uns nichts. Ja, wir nehmen Courtois mit. Courtois ist okay. Ein bisschen Team fing wirklich gut an, Alter. Aber dann, naja, ein bisschen nachgelassen, wenn man ehrlich ist. Garincha. Messi auch noch. Ah, ist wieder eine schwere Entscheidung, Alter. Messi. Ich glaube, wir nehmen Messi mit, Digga. Garincha ist 94, Messi 97. Messi dann nicht mehr als Tots oder Team of the Year als 99er zu bekommen, aber egal, Alter. Ich hoffe, Garincha klingt gleich nochmal auf der Bank, weil Garincha relativ häufig am Start ist. Okay, jetzt die Frage, Leute. Linker Flügel. Wir hatten Ronaldinho. Wir haben Ronaldinho liegen lassen. Das sieht nicht gut aus. Das, oh mein Gott. Okay, das war verkackt. Okay, ich weiß jetzt nicht. Vielleicht hätten wir Ronaldinho mitgenommen und dann einen besseren Stürmer bekommen. Weiß man jetzt natürlich nicht. Limbombe, 5-Sterne-Skills. Es gibt immer irgendwelche jungen Belgier, die haben 4-Sterne-Skills und 5-Sterne-schwacher Fuß. Letztes Jahr war das Musonda bei Chelsea. Ich weiß nicht, was mit dem jetzt ist. Jetzt Limbombe, immer Belgier, ohne Scheiß. Haben immer 5-Star-Weakfoot. Keine Ahnung warum, ey. De Bruyne auch. Die Belgier trainieren, glaube ich, absolut schwacher Fuß, Mann, in der Jugendakademie, ey. Okay, Kostic ist nice. Kostic ist sehr nice. Das ist bitter, Alter. Mit dem linken Flügel ist es wirklich bitter. Zack, machen wir es mal so. Naja, bringt jetzt nicht viel, aber naja, besser als Limbombe mit 83. Team ist jetzt generell nicht so geil. Oh, Leroy Sané haben wir noch im Start. Ah, der würde Matthäus grün linken. Ja gut. Boah, Ter Stegen haben wir auch noch, fällt mir gerade auf. Ah, bringt uns auch nicht viel. Hazard bringt uns... Hazard würde Vidal linken, Alter. Shit, aber Hazard gibt es schon als bessere Version. Wir nehmen Leroy Sané mit. Come on, let's go, Alter. Was soll's. Kostic erstmal raus. Warte mal, wir machen Kostic hier. Zack, kommt mal hier rein. Ich will diesen Maximovic jetzt erstmal hier rauspacken. Zack, machen wir es so. Sind wir auf 85. So auf 91. Machen wir so. Ist okay, würde ich sagen. Weiter geht's. Also ein ZM brauchen wir noch. Am besten sehr, sehr guten. Oh, Robertson 94. War eigentlich schon zufrieden mit Juri. Dann kommt noch Robertson. Obwohl, ist sogar besser. Link noch Laporte. Nice, Alter. Ja, kann man machen, Digga. Kann man machen, würde ich sagen. Was ist so Juri hier ins Mittelfeld? Ne, bringt gar nichts. Also ZM ist wichtig, Leute. ZM ist wirklich, wir brauchen noch einen, am besten, hau am frei. Oh, scheiße, voll auf den Tisch gehauen, Alter. Am besten eine Icon, Rebic schon als Frankfurt-Version, ist ja ausgeliehen mit Kaufoption an AC Mailand, wir nehmen Florenzi mit, letzter Spieler auf der Reservebank. Oh, das könnte mal eine Icon werden, come on, jawohl, George Best. Oh, Rivaldo, Digga, Rivaldo ist auch schmackhaft. Oh, Baggio, wer Mittelfeldspieler, ey. Baggio wäre perfekt. Baggio bringt uns auf 100 Chemie und hat sogar noch mehr als Rivaldo. Rivaldo ist auch nice. Zweiständig schwacher Fuß ist nicht nice, aber haben wir nicht so oft am Start. Deswegen. Boah, Baggio. 5-Star Skills wusste ich gar nicht. Ja, wir nehmen Baggio mit, Alter. Baggio ist higher rated. Let's go. 100 Chemie, freche Sache. Würde sagen, das kann man machen, Alter. Kann man absolut machen. 192er Draft bislang. Ist okay, Digga. East. Okay, das ist nicht okay. Etienne Junior, Legende, Alter. So oft am Start gewesen. Derek Etienne Junior ist geiler Name, kann man nichts gegen sagen. Chevalier haben wir auch noch am Start. 72 rated, nehmen wir mit. Oh, das war klar, Alter. Warum kommt immer dieser Silberspieler? Oh, Thierry Henry. Ronaldinho auch nochmal. Boah, wieder 5 Icons, Alter. Bittere Sache. Das Ding ist, wer bringt uns jetzt am meisten? Schon fast Ronaldinho, würde ich sagen. Hat doch das höchste Rating. Ja, komm, wir nehmen Ronaldinho mit, Leute. 94 rated, ist nice. 5 Icons, ey, Digga, bei 5 ohne Scheiß, so sehr ich es feiere, 5 Icons zu haben, ne? Aber das ist immer Qual der Wahl, ey. Warte mal, wir können es so machen. Sind wir auf 98, aber 98 Chemie auf 100 zu kriegen, 2 Chemies machbar. Oh, 93 Wertung, Leute, nice. 93, obwohl unsere Bank eigentlich lost ist, ne? Aber unsere Startelf ist richtig heftig. 5 Icons, 5 Icons bislang. Courtois ist okay im Tor, aber geht noch ein bisschen besser, oder? Da geht noch ein bisschen was. Gerard Moreno, heftige Totzkarte dieses Jahr, muss man ihm sagen. Muss man ihm auch mal sagen, nehmen wir mit. Bringt 1 Chemie. 3 Chemiepunkte mit Manager ist halt schon wieder kritisch. Deswegen, ich würde es feiern, wenn Gerard Moreno ZM wäre. Wäre richtig geil. ZM oder ZOM von mir aus auch. Aber dann könnte man ihn wirklich immer stark ins Mittelfeld einbauen. Goretzka, naja, gibt es auch higher rated, aber bringt nichts.
kriegen wir jetzt eh keinen Mittelfeldspieler. Jetzt kommen eh nur noch drei oder zwei Verteidiger und ein Torhüter. Von daher nicht mehr viel machbar. Oh, Mokiele, 87 Tempo, stabil, ey. Na gut, bringt uns nichts. Ja, wir nehmen ihn trotzdem mit, highest rated. Der gute Mokiele, letzter Spieler, Leute. Vielleicht noch eine Icon auf der Torhüter-Position, wäre gar nicht so schlecht. Nochmal ein Tots Al-Ghanam. Nehmen wir mit, wie viele Tots haben wir? Wir haben gar nicht so viele, ne? Wir haben echt, ja, vier. Alle auf der Bank, Digga. Ne, fünf. Juri, alle auf der Bank, Alter. Tots Kahn am Start, alle auf der Bank. Komm, Icon wäre nochmal wichtig. Come on. Ah, Oblak ist nice. Aber Oblak, obwohl Oblak bringt dieselbe Chemie. Von, boah, Neuer würde uns safen, ne? Also mit Neuer sind wir safe durch. Digga, ich bin, aber warte mal, wir können Oblak und dann vielleicht doch Gerard Moreno reinstellen. Obwohl, ne, bringt glaube ich auch nichts. Ah, jetzt müssen wir gucken, ob wir die zwei Chemie hinkriegen. Ja gut, also ich sag mal so, wir sind auf 100 Chemie, das ist safe. Mit Mukiele haben wir nochmal einen Chemiepunkt mehr, können wir auch machen. Ja, Mukiele wäre dann sogar die bessere Option als Laporte. Ah, Juri würde auch gehen. Ja, okay, Juri bringt genau wie Mukiele. Okay, also wir kommen auf 100 Chemie. Safe. Ja, wir müssen jetzt nur schauen, im besten Falle kommen wir natürlich so auf 100 Chemie. Denn wir gucken mal ganz kurz, vielleicht, wenn es gut läuft und wir hier stabil sortieren, können wir vielleicht sogar auf einen 193er hochkommen, weil unsere Bank eigentlich nicht, jawohl, ne. Also bis hierhin ist gut, aber danach wird es halt relativ schwach und erreicht nicht mehr, schade. Bitter. Okay, ja, Silberspieler ist wieder bitter. Wäre kein Silberspieler am Start, dann wäre eine Option gewesen, aber naja. Okay, wir sind aber so auf 100 Chemie. Marcelinho bringt uns auf 100 Chemie. 192er rated, Leute. Nicest Draft, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, Tick einschalten, macht die 3 Likes voll, 5 Icons am Start. Ist okay, ich glaube 5 Tots, ne, auch nice. Checkt noch gerne Shop aus, nice Designs, orange, blau, rot, grün in 4 Farben. Hier sind, da ist ein Turmmodell. Nice LED-Lampe am Start. Handyhüllen, Leute. Orange, blau, rot und grün und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Gerne abchecken. Ich danke euch. Danke an jeden, der mich da supportet. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.